Puderhose, Pailletten und Powerlocke. Keine andere Sängerin verkörpert die 80er Jahre so wie Sandra. Mit zahllosen Disco-Hits beherrschte sie von 1985 bis 90 die Charts. Und sie gehörte zu den wenigen deutschen Künstlern, die auch international erfolgreich waren. Heute lebt Sandra zurückgezogen auf Ibiza mit ihrem Mann und Produzenten Michael Cretu. Sandras Gesangskarriere beginnt Ende der 70er Jahre als Mädchen in der Mitte bei der Girlband Arabesque. In Deutschland fast unbekannt, werden die drei in Japan zu Topstars. Also insgesamt war ich 10-mal in Tokio und haben da vor 40.000 Leuten Live-Konzerte gegeben mit 30 Mann Orchester. Da habe ich auch gelernt, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Denn da hatten wir riesen Erfolg und in Deutschland überhaupt nicht. 1984 trennen sich Arabesque, doch für Sandra ist das erst der Beginn der ganz großen Karriere. Denn 1985 kommt der Welthit. In 15 Ländern steht Maria Magdalena in den Top 10. Die Maxi-Single schafft es sogar in die amerikanischen Dance-Charts. Dabei wollte Sandra den Song anfänglich gar nicht aufnehmen. Ich habe gedacht, das funktioniert nie. Also dein eigener Freund irgendwie, der dich produziert, das kann nicht funktionieren. Das war die erste Zeit, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Das hat richtig Spaß gemacht und es hat auch funktioniert. In den folgenden Jahren verkauft Sandra Millionen von Platten und avanciert zum Popidol. Vor dem Ruhm flieht sie nach Ibiza. Trotzdem lässt sie rückblickend nichts Schlechtes auf die 80er Jahre kommen. Das Haarstyling war anders, die Mode war anders, die Schulterpolster, alles Mögliche. Heute schmunzelt man darüber, aber es war nun mal die Zeit und es war eine schöne Zeit. Noch immer veröffentlicht sie regelmäßig neue CDs. Der Sandra-Sound hat also die Jahre überstanden, genauso wie ihr makelloser Look. Es ist ein bisschen so, als wären die 80er Jahre nie vergangen.